Uwe, es ist so fantastisch, dich heute bei uns zu haben. Ich freue mich sehr über deinen Vortrag Ventures into Global Agriculture, a Multimedia Approach. Nicht nur ist das Thematik so dringend wichtig für uns, dass wir die Thematik mit dem Umfeld mehr und mehr auseinandersetzen sollen. Es ist auch ganz spannend zu sehen, wie du und deine Partnerin Frauke Huber auch in den letzten Jahren mit diesen Thematik, mit diesen Art von Slow Journalism, solchen starken Themen angehen. Ihr seid wirklich preisgekrönte Fotografen, Filmemacher, Multimedia-Spezialisten. Ich möchte aber noch ein paar Sachen über deine Biografie sagen. Du bist bei dem ganz witzigen Namen Bombay Flying Club, diese Storytelling-Agentur. Gemeinsam mit Frauke habt ihr seit 2007 in dem Thema sehr über Landwirtschaft und Umwelt sehr intensiv auseinandergesetzt. Eure Bilder sind häufig bei Geo, bei den ganz normalen Medien, Geo, Spiegel, Süddeutsche Zeitung, aber natürlich auch in den digitalen linearen Webkanalen oder verschiedenen Apps. Und sie haben auch dieses Jahr auch einen ganz großartiges Multimedia-Ausstellung. Vielleicht sehen wir auch ein paar Bilder von diesen Präsentationen, wie du mit diesen 5 Kanälen Thematik umgehst. Ja, du bist Mitgründer des internationalen Kunst- und Forschungsprojekts World of Matter und von Riff Reporter, beide kollaborative Publikationsplattformen für freie Journalisten. Einige der Preise, was du schon bekommen hast, ist wirklich wichtig zu erwähnen. Das Deutsche Kurzfilmpreis, das Deutsche Reporterpreis, Greenpeace Award und dem Development Media Award. Neben deiner Tätigkeit als Journalist und Multimedia-Spezialist bist du auch Dozent. Deswegen wollen wir dich nächstes Jahr in Frankfurt auf jeden Fall sehen, wo du auch Mentoring in dem Bereich Journalismus, Fotografie, Multimedia, eigentlich überall auf der Welt, ob das in Kolumbien oder in Europa natürlich oder Nepal oder Marokko und natürlich auch in den USA, wo du auch teilweise lebst in Kalifornien. Du teilst deine Lebenswelten zwischen Kalifornien und Hamburg. Ich bin sehr gespannt auf den Vortrag heute Abend und jetzt gebe ich das Wort weiter an dich, Uwe. Danke. Hallo. Ja, ich möchte euch heute auf eine Reise mitnehmen durch die Landwirtschaft. Und zwar ist es so, dass die meisten Menschen in Industrienationen in der reichen Welt Lebensmittel eigentlich für selbstverständlich halten. Aber die sind das eigentlich nicht. Lebensmittel sind nicht selbstverständlich. Vielleicht haben wir einen kleinen Vorgeschmack davon jetzt während der Pandemie gekriegt, als plötzlich Supermärkte zu hatten und alle wie die Bekloppten losgerannt sind, um Hefe zu kaufen. Die wenigsten Leute aber trotzdem noch immer nicht realisieren, wie fragil eigentlich unsere Ernährung ist. Die hängt ab von Landwirtschaft. Und Landwirtschaft ist eigentlich das größte Ding, was wir als Menschen gemeinsam auf diesem Planeten machen. Die treibt den Klimawandel, die ist einem sehr großen Teil verantwortlich für das Artensterben. Wasserverluste verbraucht 70% des gesamten Wassers auf der Welt und ist zuständig für Erosion, für knappe Versteppung und so weiter und so fort. Und sie beschäftigt viel mehr Menschen als jede andere Industrie, die es überhaupt weltweit gibt. Genau, und deswegen gehen Frauke und ich, also Frauke Huber ist meine Partnerin, wir gehen seit 2007 dahin, wo Lebensmittel hergestellt werden, auf die Felder zu den Bauern und so weiter. Und diese Reise begann 2007 mit einer Geschichte über die Bauern-Selbstmorde in Indien. In Indien haben sich seit Beitritt des Landes zur Welthandelsorganisation offiziell mehr als 300.000 Bauern das Leben genommen. Die große Mehrheit davon sind Baumwollbauern. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele Gründe dafür, warum sowas passiert. Die Familien werden immer größer, die Felder werden immer kleiner. Die Zuwendung hin zu
Banksystemen, die eher sich auf die Städte konzentrieren, führt dazu, dass keine Kredite mehr zu erhalten sind. Der Monsun hat sich verschoben, das heißt, der Regen kommt nicht zur rechten Zeit. All diese Themen spielen eine Rolle, aber was der konkrete Auslöser gewesen ist oder was die Selbstmordwelle dort verstärkt hat, ist, dass die Leute völlig gefangen sind in einem Schuldenkreislauf. Und zwar ist seitdem Indien der Welthandelsorganisation beigetreten ist, haben sich die Preise für Saatgut ver-200-facht, während gleichzeitig die Preise, die sie bekommen für ihre Baumwolle auf ein Drittel gefallen ist. Und das lässt sich finanziell nicht mehr darstellen. Jetzt müssen sie Bauern früh dieses genmanipulierte Saatgut kaufen. Das kann theoretisch zu höheren Ertrag führen, tut es auch in vielen Gegenden. Aber wenn ich kein Wasser habe und nicht eine feste Bewässerung habe, sondern auf den Monsunregen angewiesen bin, wie viele Menschen in dieser Region, wie Daba, wo wir unterwegs waren, dann ist das Risiko, teures Saatgut zu kaufen, extrem groß. Denn wenn der Regen ausbleibt oder wenn ein Hagelschauer kommt oder sowas, dann ist heute nicht wie früher die Kosten verteilt über die ganze Saison, sondern sie sind schon am Anfang der Saison. Also das heißt, wenn was passiert, sind 80% meines Geldes gleich weg. Und deswegen kommen die Leute in den Schuldenkreislauf und viele sehen keinen anderen Ausweg, als sich umzubringen. Im zweiten Teil waren wir dann unterwegs in Texas, in der Gegend von Lubbock. Lubbock gilt als das Zentrum, die Hauptstadt der Baumwolle in den USA. Wir reden jetzt hier über große GPS-gesteuerte Maschinen, die über gigantische Felder fahren. Eine enge Zusammenarbeit mit der Industrie, Wasser aus dem Ogallala-Aquifer. Sie können es also jederzeit regnen lassen, wenn sie wollen. Die können mit Chemie die Baumwollpflanzen fertig machen für die Saat. Aber trotz alledem und trotz Milliardensubventionen, die massive Auswirkungen weltweit haben, sind sehr viele Bauern kaum in der Lage zu überleben. Das hier zum Beispiel ist Cindy Buxcamper. Cindy Buxcamper finanziert die Farm ihres Mannes, subventioniert die Farm ihres Mannes mit einem Job als Sekretärin. Und nachts sitzt sie dann auf dem Traktor, weil selbst diese 300 Hektar ungefähr, die diese Familie bewirtschaftet, nicht ausreichen, um damit jedes Jahr einen Profit zu erzeugen. In vielen Jahren klappt das, aber sobald man einmal ein schlechtes Jahr hat, fängt es an, schwierig zu werden. Und deswegen sind selbst diese hochsubventionierten Baumwollbauern in den USA immer am Kämpfen. Und selbst der damals erfolgreichste Bauer, den ich kennengelernt habe, der also ein noch viel größeres Feld bewirtschaftet, das ist dieser hier, Mike Hansen, steht dieses Jahr vor der Frage, ob er überhaupt noch weiter Baumwolle anbaut. Und dabei hat der nach klassischer Lehrmeinung von Agronomen und Wirtschaftlern und so weiter alles immer richtig gemacht. Diese Riesensubventionen wirken sich aus, vor allem im globalen Süden. Die Gegend von Burkina Faso zum Beispiel, also Westafrika, ist extrem abhängig von Baumwolle. Die haben dort eine hervorragende Qualität von Baumwolle mit sehr langen Fasern. Lange Fasern braucht man dafür, um besonders feine Stoffe herzustellen. Die sind handgepflückt. Das ist ihr großer Vorteil. Trotzdem werden sie durch die Subvention der EU und der USA halt an den wirtschaftlichen Rand getrieben. Ein Ausweg daraus ist die Biobaumwolle, fair gehandelte Biobaumwolle. Ich habe hier 2 Monate in einem Dorf verbracht mit den Menschen in Nanyagara und habe dort gelebt und habe das erlebt, wie es sich halt besser geht bei denen. Und Baumwolle, Biobaumwolle ist eine Pflanze der Frauen, weil Frauen normalerweise keine Baumwolle anbauen, weil sie halt extrem viel Pestizide braucht. Und deswegen haben sie Angst vor Erbgutschädigungen für ihre Kinder und so weiter. Und Biobaumwolle, das hier ist die erste Biobaumwollerin in Burkina Faso, Biobaumwolle gibt halt diese Möglichkeit. Nun hat aber 2008, als ich dort war, Burkina Faso als erstes Land in Westafrika ein Moratorium gebrochen und Genbaumwolle zugelassen.
Und dadurch sind die Bio-Baumwollbauern plötzlich in Schwierigkeiten gekommen, weil sie nicht mehr garantieren konnten, dass das halt nicht verunreinigt ist durch die Gensaaten. Das hat erst ein Riesenprimborium gegeben und gab viele politische Sachen. 2016 ist Burkina Faso dann komplett ausgestiegen, weil die Genbaumwolle zwar größere Erträge gebracht hat, aber sie hat die Länge von den Fibers verkürzt und dadurch ist der Marktvorteil, den das Land immer hatte, verloren gegangen. Das, was mich ursprünglich eigentlich als allererstes an der Baumwolle interessiert hat, war, dass ich irgendwo gelesen habe, der Aralsee, der größte, ehemals viertgrößte See der Welt, ist ausgetrocknet wegen des Baumwollanbaus in Usbekistan und Kasachstan, also der ehemaligen Sowjetunion, jetzt auf dem Gebiet von Usbekistan und Kasachstan. Und hat dort die größte menschgemachte Umweltkatastrophe, die wir bisher kennen, hervorgerufen. Jetzt arbeiten wir ja fein am Klimawandel und ähnlichen Dingen, die das bei weitem in den Schatten stellen werden. Aber das hat zu einer riesen Dust Bowl geführt. Es hat eine neue Wüste sich dort entwickelt, wo ehemals der Aralsee war, weil sie halt die zwei Flüsse, die in diesen See führen, abgeleitet haben, um Baumwolle in der Steppe anzubauen. Und der See ist ausgetrocknet und hat diese Wüste geschaffen, ist voller Pestizide und diese Pestizide werden dann von Stürmen, die über diese Fläche wehen, aufgewirbelt und man kann diese Pestizide aus der Aralsee-Region sogar im Blut von Pinguinen in der Antarktis nachweisen. Also dieses Problem ist ein globales Problem, was halt überall auf der Welt Auswirkungen hat. Und was aber Hoffnung gibt hier, ist im Norden des Aralsees, das ist dieser riesige See, der ist auseinandergefallen und immer weiter geschrumpft, ist dann in drei Teile zerfallen. Und der kleine nördliche Aralsee ist der kleinste Teil davon. Der kommt jetzt zurück oder ist zurückgekommen, weil sie eine Staumauer gebaut haben, damit die verhindert, dass das abfließt in den größeren südlichen Teil, das Wasser. Und seitdem es gibt es dort wieder Fischer und so weiter. Und dieses Bild zum Beispiel hier, das sind Fischer in dem Ort Bogun. Die haben, das sind zwei Männer, die richten hier den Ehrenplatz eines Hochzeitspaares her und sie benutzen dazu Baumwolle. Und das ist irgendwie lustig, weil Baumwolle oder tragisch, weil Baumwolle ist der Stoff, der ihre Lebensgrundlage zerstört hat. Denn damit ist der See kaputt gegangen, die Fischerei kaputt gegangen und so weiter. So. Wie vielleicht schon kurz klar war, wir bleiben einfach monatelang vor Ort und kehren ganz oft wieder an die gleichen Orte zurück. Selina sagte eben schon etwas von unserem Slow Journalism Ansatz. Wir interessieren uns einfach bei dem, was wir tun, nicht so sehr für die konkreten Nachrichten oder die aktuellen Nachrichten, sondern versuchen eher, so eine Art Geschichtsschreibung zu machen. Versuchen, Geschichten und Zusammenhänge zu erzählen, die die Hintergründe zeigen, die irgendwann vielleicht zu Nachrichten werden können. Wie zum Beispiel in Äthiopien. 2008 und 2011 sind die Preise für Lebensmittel weltweit gestiegen. Es gab in mehr als 60 Ländern Aufstände. Es kam dann 2011 der arabische Frühling. Alles das hatte mit Landwirtschaft zu tun. Und dadurch ist vielen Regierungen und bewusst geworden, dass sie abhängig sind von den Lebensmitteln, die ihnen geschickt werden oder die sie einkaufen. Und deswegen haben viele Regierungen, aber halt auch große Konzerne angefangen, Ackerland überall aufzukaufen. Und hier befinden wir uns im Westen Äthiopiens, in der Region Gambella, an der Grenze zum Südsudan. Und dort hat eine indische Firma, Karuturi Ltd., ist der größte Rosenproduzent der Welt damals gewesen, hat hier 300.000 Hektar Farm gemietet für eine lange Zeit. 300.000 Hektar, das ist ungefähr die Größe des Saarlandes oder Luxemburgs. Also das ist eine einzige Farm. Und die haben sie gemietet mitten im Gambella Nationalpark. Dieser Nationalpark hat eine bedeutende Tiermigration, hat die zweitgrößte Tiermigration nach der Serengeti. Wurde dann verwandelt innerhalb kürzester Zeit von diesem großen Park hin zu einer Fläche, wo sie Baumwolle und Mais und sowas anbauen wollten. Und sie sind aber gnadenlos gescheitert daran, weil sie
die Hydrologie nicht verstanden haben an dem Ort, weil sie nicht verstanden haben, wie das dort, wie die Natur dort funktioniert. Sie sind dann mehrfach überflutet worden. Sie hatten große Probleme mit der lokalen Bevölkerung, die wegen ihnen oder wegen der Investoren vertrieben worden ist. Und genau, und so sind sie dann gescheitert und jetzt sind sie bankrott. Und das Land liegt brach dort jetzt. Der Grund, warum wir nach Äthiopien gefahren, oder der Grund, warum es sich lohnt, heute in Orten wie Äthiopien, im Südsudan, wo selbst die katholische Kirche erst 12 Jahre vorher hingekommen ist, überhaupt in so eine riskante Farm zu investieren, liegt daran an diesen gestiegenen Lebensmittelpreisen. Und die gestiegenen Lebensmittelpreise sind zum sehr großen Teil daran deswegen gestiegen, weil die die EU und die USA angefangen haben, Biokraftstoffe, also vor allem Ethanol, steuerlich zu fördern. Und deswegen sind wir nach Iowa gefahren, wo wir mit mehreren Familien sehr viel Zeit verbracht haben. Vor allem Frauke hat dort viele Jahre mit denen verbracht, die Mais anbauen. Und während das weltweit riesige Probleme gegeben hat, diese Ethanolproduktion, war das für diese Familie wirklich ein Geschenk des Himmels. Denn das Durchschnittsalter der Farmer lag weit über 60 Jahre. Und durch diesen plötzlichen Boom von Mais und von Ethanol konnten die junge Generation wieder aufs Feld bringen, weil die plötzlich wieder eine Möglichkeit hatte, Geld zu verdienen. Und so versuchen wir halt immer, Geschichten zu erzählen, die so beides haben. Also wir sind nicht Umweltaktivisten, die irgendwo hingehen und sagen, ihr Bauern, ihr seid alle bekloppt und ihr wisst nicht, wie das geht oder so, sondern wir arbeiten sehr eng zusammen mit diesen Menschen und verbringen eine unglaublich lange Zeit dabei, wirklich das kennenzulernen. Und wir sagen, wer wir sind. Wir sagen, dass wir eher aus einer städtischen Mittelschicht kommen, eher umweltbewegt sind und so weiter, vielleicht eher den Grünen anhängen. Aber wir kommen dort als Lernende hin. Und das ist halt auch der Grund, warum wir so wahnsinnig lange bleiben und oft über viele Jahre hin zurückkehren. Weil das größte Glück, was uns passieren kann, ist einfach herauszufinden, dass all die Recherche, all die Bücher, die Studien und alles, was wir vorher gelesen haben, nur ein Teil der wirklichen Geschichte ist. Und so lernen wir von all diesen Menschen und sehen Bauern genauso als Experten wie Fischer oder Indigene oder halt eine Professorin an einer Uni. Und das ist uns halt ganz wichtig, dass alle diese verschiedenen Menschen in der Landwirtschaft zu Wort kommen und auch wirklich etwas beizutragen haben. Ups. Sorry, jetzt bin ich gerade kurz zueinander gekommen. Ich hoffe, es geht gleich weiter. Genau, hier sind wir. Jetzt sind wir in Brasilien. Als wir in Äthiopien waren, sagten die Leute uns voller Hoffnung, Äthiopien oder Afrika ist das neue Brasilien. Und sie hatten diese Hoffnung, weil im Westen Brasiliens, im Cerrado und im Amazonas, sich in den letzten 40 Jahren eigentlich die Besiedlung des amerikanischen Westens abgespielt hat, nur komprimiert auf 40 Jahre. Also das, wofür die USA 200 Jahre gebraucht haben, haben sie in 40 Jahren hingekriegt mit Kettensäge und Trucks und haben dort eine riesige Trockensavanne, das ist den Cerrado, das ist das das artenreichste Trockensavanne der Erde gewesen, innerhalb von diesen 40 Jahren in eine gigantische Agrarfabrik verwandelt. Das hat eine sehr große Mittelschicht geschaffen, also Leute, die für diese Agrarkonzerne dort arbeiten, die verdienen mittlerweile ungefähr 1500 Euro im Monat. Die haben eine 40-Stunden-Woche, haben Urlaub, bezahlten Urlaub und so weiter. Und das ist also alles gut. Und das Problem ist aber, dass dadurch halt diese riesige Umweltzerstörung vor sich geht, vor allem um Mais und Soja anzubauen. Also vor allem deswegen, damit wir ganz viel Fleisch essen können. Hier zum Beispiel sehen wir, hier sehen wir ein Sprühflugzeug, was über eine riesige Baumwollplantage donnert und dort Pestizide versprüht. Der große Vorteil dort ist, dass es halt immer warm ist und viel regnet. Dadurch kann man 3 Ernten pro Jahr haben. Der große Nachteil ist, dass deswegen in Monokulturen sich viele Schädlinge ausbreiten und dadurch muss man immer wieder Pestizide sprühen.
sodass die Pestizide dort überall sind. Die sind im Trinkwasser, die sind in der Luft, die sind in der Muttermilch. Also das heißt, Mütter, die dort ihre Kinder säugen, die geben denen gleich schon die Ladung Pestizide mit. Und dazu kommt es natürlich, dass dieser Fortschritt sich immer weiter frisst in den Amazonas und dort die Umwelt zerstört. Ich habe jetzt ein kurzes Video, was ich schnell zeigen möchte, von einem Indigenen von vor Ort. O homem, dia, vai lutar contra o próprio semelhante dele. Ele não vai querer mais o petróleo. Ele não vai querer mais o ouro. Eles vão se matar, mentir, trair. Por isso aqui, a água doce. Das war ein Pekwa, ein indigener in der Gegend dort, und der mir diese unglaubliche Geschichte erzählt hat, ein Wahnsinnsinterview gegeben hat, als wir zusammen auf einem See unterwegs waren, der in der Nähe des Soja Highways liegt, der bald auch nicht mehr so sein wird, wie er jetzt ist. Eine mögliche Alternative wäre, mehr in Bioanbau zu gehen. Deswegen ist vor allem Frauke seit 2014, glaube ich, oder 2013 unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern, hier auf einem Biohof, die eine mehrjährige Fruchtfolge haben. Die bauen also verschiedene Getreide an und haben Milchkühe. Und die sind sehr toll, sehr wirtschaftlich eigentlich, machen alles richtig, haben super den Boden ausgebaut und bewirtschaften dort mit viel Liebe das Land. Und wir hören ja immer, das Bio boomt, das erzählen uns alle. Das Problem ist nur, dass wenn man nicht nah genug, wie diese Leute hier, nicht nah genug an den Märkten lebt oder an den Städten lebt, dann ist es wahnsinnig schwer, Abnehmer für dieses Bio zu finden. Und das Bio im Supermarkt und diese Standardmarken, die sind halt zu günstig für die Bauern. Das heißt, auch die kämpfen, die haben es wahnsinnig schwer, klarzukommen, vor allem, weil in den letzten Jahren durch den Klimawandel sich das Wetter immer mehr geändert hat und es immer trockener wird und sie jetzt seit Jahren mit Trockenheit zu kämpfen haben. Und Michael hier ist sich nicht sicher, ob die nächste Generation, wenn sie den Hof übergeben, überhaupt noch in der Lage sein wird, dort in Mecklenburg-Vorpommern, in dieser Region, überhaupt noch Milchwirtschaft zu betreiben, weil es halt einfach zu trocken ist, dass das vielleicht nicht geht. Damit springen wir dann rüber in den Westen der USA. Der dritte Teil unseres Projekts über die sozialen und ökologischen Folgen von Landwirtschaft nennt sich Dry West, und es geht hier um Wasserpolitik und Wassernutzung im Westen der USA. Der ganze Westen der USA ist eigentlich überhaupt nicht vorstellbar ohne gigantische Bewässerungsprojekte, die das Wasser zum Beispiel in Kalifornien aus der Sierra Nevada, also den Bergen im Norden und Osten, bringen an die Küsten und vor allem ins Central Valley, was wir hier sehen. Dort werden zum Beispiel weit über 80% aller Mandeln der Welt angebaut. Ich war während der Dürre dort zwischen 2014 und 2015 und das ging einfach ganz normal weiter. Also die Landwirtschaft verbraucht 70% des Wassers, die haben trotzdem weiter bewässert. Als nächstes sind wir den Colorado entlang gereist, von der Quelle bis zur Mündung. Das hier ist Bill Trampy, ein Rancher, der oben auf über 3000 Meter seine Rinder hat. Und was interessant ist, ist, dass selbst dort oben, also schon bevor der Colorado eigentlich entspringt, oberhalb dessen wird schon Wasser abgesaugt, um es über die Berge nach Colorado, nach Denver und so zu bringen in die Städte. Das hier ist ein Kanal, der oberhalb der Quelle des Colorado liegt und dort schon das kleine Wasser, was so runtertrippelt, die Berge wegbringt über die Berge, da, wo die Bevölkerung lebt. Und so geht das diesen ganzen Colorado entlang, also dieser Riesenfluss,
der so viele Leute ziehen daraus, LA, Phoenix, Las Vegas und so weiter, alle ziehen Wasser aus diesem Colorado raus. Und deswegen fängt dieser gigantische Fluss an, der den ganzen Westen der USA geprägt hat, der dafür verantwortlich ist, dass es diese Städte gibt, immer mehr auszutrocknen und erreicht jetzt seit den 90er Jahren nicht mehr das Delta. Das Delta ist ausgestorben, das liegt da, eines der ökoreichsten, artenreichsten Ökosysteme des Nordens der USA ist komplett zerstört worden. Und ein großer Teil des Wassers geht in eine Gegend, das nennt sich der Salton Sea. Die Bauern südlich davon im Imperial Valley haben die Rechte an 22% des gesamten Wassers des Colorados. Das sind nur so 250 Familien, was auch irgendwie leicht pervers ist, wenn man sich das vorstellt. Und die ziehen das hin. Dieser See trocknet jetzt aber aus, weil die jetzt wieder ihr Wasser weitergeben an Städte an der Grenze. Und was halt interessant ist, ist, dass gerade durch Klimawandel in den nächsten Jahren noch viel weniger Wasser zur Verfügung stehen wird als ohnehin schon. Und es gibt einen großen Entdecker, Wesley Powell, das ist der, nach dem Lake Powell benannt ist, der hat den Colorado als erster weißer Mann befahren mit einem Boot. Und der hat damals schon gesagt, Ende 1800 hat er gesagt, you're piling up a heritage of conflict and litigation because there is not enough water to supply the land. Und Wesley Powell damals ging davon aus, dass im gesamten Westen der USA ungefähr 2 Millionen Menschen sinnvoll und nachhaltig leben können. Alles mehr würde zu Problemen führen. Und mittlerweile sind wir bei weit über 100 Millionen, die dort leben. Und die Bevölkerung wächst immer stärker und immer weiter an. Dieses ganze System im Westen der USA, dieses ganze riesige Bewässerungssystem steht komplett vor dem Kollaps, weil schlicht und einfach zu viel benutzt wird und zu wenig Wasser da ist. Und es wird immer weniger. Und das geht aber nicht nur im Westen der USA, sondern das gilt eigentlich weltweit. Also wir haben eine weltweite Wasserkrise. Und wenn wir in der Historie zurückgucken, dann sind ganz viele Gesellschaften untergegangen, weil sie über Landwirtschaft ihr Ökosystem zerstört haben und plötzlich nicht mehr Lebensmittel produzieren konnten, die Wälder kaputt gegangen sind und Ähnliches. Egal, ob wir auf die Osterinseln gehen oder das Angkor-Reich zum Beispiel, also das Khmer-Reich in Kambodscha und so weiter, finden wir in der ganzen Geschichte immer wieder Reiche, die kaputt gegangen sind, weil sie falsche landwirtschaftliche Praktiken betrieben haben. Und das tun wir jetzt zum ersten Mal parallel, überall gleichzeitig auf unserer Erde. Und deswegen bin ich, und da sind wir, Frauke und ich, wir sind überzeugt, dass wir ohne die Art zu ändern, wie wir Lebensmittel anbauen und Landwirtschaft betreiben und unser Land nutzen und auch was wir essen, werden wir es einfach nicht mehr schaffen, das Überleben unserer Zivilisation zu gewährleisten. Wir werden den Klimawandel, das Artensterben nicht ändern, ohne unsere Landwirtschaft grundsätzlich zu verändern. Ich würde kurz noch was zu der Art und Weise sagen, wie wir arbeiten. Wir haben von Anfang an einen sehr multimedialen Ansatz gewählt. Wir arbeiten also mit verschiedenen Medien. Wir fotografieren, wir filmen, wir schreiben Reportagen wie diese hier zum Beispiel in dem Magazin Science Notes. Und wir veröffentlichen in ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Also wie zum Beispiel Magazinen wie Science Notes oder Spiegel oder Geo. Und wir wollen sehr viele Menschen erreichen. Das können wir am besten, indem wir Geschichten in Magazinen erzählen, weil Geo zum Beispiel oder Spiegel, das sehen dann halt ein paar hunderttausend Menschen, was nicht der Fall ist, wenn man das in eine Ausstellung packt zum Beispiel. Also wir wollen gerne viele Menschen erreichen. Und diese Menschen, die sich diese Magazingeschichten angucken, so eine Geo-Geschichte, wenn das eine größere ist, da braucht man vielleicht so 15 bis 20 Minuten Lesezeit. Wir machen dann aber auch Kurzfilme fürs Netz, wo man den einzelnen Protagonisten näher kommt, eine viel persönlichere Geschichte oft erzählt bekommt. Oder wir machen solche sogenannten Scrollytelling-Geschichten im Netz oder auf Apps und so, wo ich verschiedene Medien zusammenbringen kann. Also Texte, Grafiken, Fotos, Videos und so weiter. Und damit kann ich sehr viel komplexere Geschichten erzählen. Die Geschichten, die wir da erzählen, sind
ungefähr nicht 20 Minuten, sondern eher eine halbe Stunde bis 40 Minuten lang. Und das Gleiche tun wir auf unserer eigenen iPad-App. Dort sind jetzt verschiedene Kapitel drauf. Jede dieser Geschichten geht deutlich mehr in die Tiefe, als das in einem Magazinartikel, in einem klassischen Magazinartikel möglich ist. Etwa 30, 40 Minuten pro Geschichte. Das Ganze machen wir aber eigentlich, und jetzt kommt der andere Teil. Wir lieben es, installativ zu arbeiten, und wir erzählen in Museen, haben wir große Videoinstallationen, die zusammengesetzt sind aus großen Projektionen und Monitoren, bei denen die Zuschauerinnen selbst auf die Reise durch das Material gehen. Statt sie also wie in einem linearen Film oder in einer Magazingeschichte an die Hand zu nehmen und eine lineare Geschichte zu erzählen, ist es hier eher so, als würden sie sich immer wieder mit neuen Menschen an einen Tisch setzen und deren Punkten, deren Diskussionen zuhören und sich dadurch dann selbst die Geschichte bauen und selbst die Meinung bilden können. Diese Sachen sind immer wieder neu, je nachdem, wie viel Zeit man mitbringt. Immer wenn man diesen Weg aufs Neue da durchgeht durch das Material, durch diese Ausstellung, kriegt man eine neue Geschichte erzählt, weil man braucht ungefähr 12 Stunden, um alles zu sehen. Und es gibt diese Gleichzeitigkeit, dass man halt versteht, es geht in verschiedene Richtungen. Ich komme gleich zum Ende. Das Letzte, was ich euch noch zeigen möchte, ist, wir haben gerade zu dieser Ausstellung einen Katalog rausgebracht. Das ist eine analog-digitale Publikation, bei der wir sehr stark arbeiten mit den Quotes oder Zitaten der unterschiedlichen Menschen, die wir unterwegs getroffen haben. So bleibt dieser filmische Fluss der Ausstellung erhalten, und man bekommt wie so eine Reise durch die Landwirtschaft. Alles nur erzählt von den Menschen, die betroffen sind, die dazugehören. Das ist also eine ganz interessante Erfahrung, nah dran an den Menschen zu sein und damit die zu erleben, was bewegt die eigentlich. Das andere, was dieser Katalog aber macht, deswegen sage ich, es ist ein Hybrid aus analog und digital, ist, dass am Ende des Kataloges über QR-Codes ein Archiv von 57 Filmen geöffnet wird. Das heißt, man kann hier diese Filme scannen und kann 57 Filme sich angucken, hat insgesamt 12 oder 14 Stunden Material. Und so wird halt diese 14, 15 Jahre, die wir jetzt daran arbeiten, auch möglich als Recherchewerkzeug für andere. Falls ihr es schafft, bis 29. August ist unsere Ausstellung noch in Luxemburg zu sehen. Genau, herzlichen Dank. Uwe, vielen Dank. Das war wirklich so viel Information, exzellent vorgetragen. Ich habe hier 2 Seiten Notizen. Ich bin begeistert mit euren, wie ihr an diesen verschiedenen Themen angeht. Und hauptsächlich, wie du sagst, es hängt sehr viel alles zusammen. Genau, ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein, weil wir, glaube ich, heute ganz viel alle lernen können noch von dir. Die erste Frage vielleicht, wie entscheidet ihr, was eure Projekte sind? Also Zeit ist ja bei euch die wertvollste Ressource sowieso, gerade weil ihr euch so viel davon nehmt. Und es brennt an literally, also wortwörtlich, an so vielen Orten auf der Welt. Wie entscheidet ihr denn überhaupt, wo ihr euch die Zeit nehmt? Die allererste Geschichte ist wirklich aus dem Zufall eigentlich entstanden, oder der Grund war, ich bin während des Studiums sehr viel in Bangladesch unterwegs gewesen und habe mich dort ausprobiert und wollte eigentlich meine Diplomarbeit über die Textilindustrie in Bangladesch machen und hatte dann nicht das Geld, konnte das nicht machen, habe die Diplomarbeit über was anderes gemacht, habe aber weiter recherchiert, und in diesem Rahmen ist die Baumwolle aufgefallen. Und ursprünglich wollte ich dann damals, wir haben dann im Laufe der Zeit immer mehr zusammengearbeitet, Frauke und ich, wollte ich der Textilindustrie folgen, also dieser textilen Kette, und habe dann aber im Laufe der Recherche gemerkt, dass eigentlich Landwirtschaft das viel größere und viel wichtigere Thema ist. Und dann deswegen sind wir dann weitergegangen. Und wir werden natürlich, also wenn man anfängt, sich
damit zu beschäftigen, mit dem Thema, dann ist es irgendwann so, dass man Dinge hört durch die Recherche und dann sagt, Mensch, das ist interessant, dem folgen wir dann. Und ganz oft ist es aber auch so, dass einfach jemand was sagt. Also zum Beispiel Brasilien ist überhaupt nur deswegen aufgekommen, weil uns die Leute in Äthiopien halt sagten, Mensch, Afrika ist das neue Brasilien mit dieser Hoffnung. Und Kalifornien zum Beispiel sind wir gegangen, weil wir in Iowa eine Frau interviewt haben. Und dort, die hat uns halt gesagt, naja, also wenn ihr richtig große Landwirtschaft sehen wollt und so richtig Land sehen wollt, was so komplett vom Menschen geschaffen ist, dann müsst ihr in Central Valley gehen. Und so entwickelt sich das ganz oft aufgrund von Leuten, die uns einfach weiterleiten zum nächsten Teil. Ja, Geschichten, die dann andere Geschichten wieder mitbringen. Super spannend. Vielleicht als nächste Frage, ihr arbeitet ja multimedial. Wie entscheidet ihr, was ihr als Bewegbild zeigt, was ihr als Fotostrecken zeigt? Ja, also Fotografie ist nach wie vor immer noch unser Hauptmedium. Wir versuchen erstmal eine Fotogeschichte zu erzählen. Aber wir sind halt so lange vor Ort, dass wir dann halt auch die anderen Medien nehmen können. Ich mache oft oder wir machen oft ganze Foto- oder Videotage. Was nicht geht, ist sozusagen so wie John Wayne, so zwei Colts oder so und dann versucht man jetzt die Video- oder die Fotokamera zu ziehen, dabei kommt man total durcheinander und es funktioniert gar nichts und man schafft das Bild nicht. Und das Ganze ist ganz einfach losgegangen. Wir haben einfach in der Geschichte in Indien hatte ich Geld von einem Stipendium und hatte einfach Geld über und habe eine Videokamera gekauft, weil ich einfach dachte, okay, ich mache die Fotostrecke und dann mache ich noch so Video-Interviews mit den Leuten und dann setze ich das irgendwie zusammen, also Fotografie und Video in so einer Audio-Slideshow. Und dann hat sich aber schnell festgestellt, dass die Videokamera halt die ganze Zeit filmen wollte und halt irgendwie dann auch wieder gesammelt hat. Ja, und mittlerweile entwickelt es sich sowieso immer mehr Richtung Video. Ich war jetzt das erste Mal am Aralsee auf der zweiten Reise, wirklich um reinen Dokumentarfilm zu drehen. Da ist sehr wenig Fotografie entstanden. Aber es ist so ein fluider Prozess. Spannend, ja. vielleicht kurz die Frage, wie heißt die iPad-App? Landrush heißt die. Die Thematik mit Umwelt, eigentlich das letzte Ray Triennale gingen wir auch mit dem Thema Extrem um. Wir hatten auch einige Arbeiten, die auch in dem Richtung Umwelt zu tun hatten. Es war einmal das Projekt von Matthew Esselin, Monsanto, ein Photographic Investigation, der auch in einen sehr spannenden Bildersprache, anderen Art und Weise mit so einer Thematik umgeht. Ich natürlich war es für ihn, Monsanto zu recherchieren und sehen all die schlimmen Sachen, was die seit hunderte von Jahren in die Welt verursacht. Und wir hatten auch das Projekt von Gideon Mendel. Ich nenne nur ein paar Fotografen, die wir schon gezeigt haben, die auch mit diesen Themen. So Gideon geht natürlich auch eher mit dem Flut-Thematik um. Oder David Meisel, ein amerikanischer Fotograf, der auch lange mit dem Thematik von Luftaufnahmen-Thematik Verwüstung in USA, Owens Lake, das ganze Region. So, und ich finde es sehr spannend und sehr erfrischend, nochmal so Old School Journalism, Fotojournalism auch wieder hier bei uns zu haben, weil die meisten anderen Leute, die ich schon genannt habe, arbeiten mehr in einer künstlerischen Richtung. Die arbeiten auch alle ganz anders bestimmt wie du und Frauke, es würde mich interessieren, weil ich weiß zum Beispiel, mit Matthew ist es auch sehr viel Recherche, er arbeitet auch mit einem anderen Graphic Designer, der ihm auch, aber auch dieses Recherche, holt er auch andere Leute mit, die auch mit recherchieren oder ist das wirklich ein Two-Man-Team und ihr macht wirklich alles, ich, oder Man-and-Woman-Team, sorry, ja. Ja,
Also wir wünschten, wir hätten noch 10 andere Leute, die mitmachen würden und die wir alle bezahlen und dazu bringen könnten. Nee, wir müssen wirklich alles machen. Also von der ganzen Finanzierung, der leider Gottes einen großen Teil der Zeit wegnimmt, die ganzen Recherchen, das ganze Schneiden von dem Material, die Konzeption von Katalog, die Drucküberwachung, alles. Also wir machen wirklich alles zu zweit. Wir haben natürlich bei bestimmten Sachen Hilfen. Also der Katalog ist gemacht worden von einer großartigen Buchdesignerin, Sarah Winter. Die war ehemals bei Steidl lange und ist jetzt in Hamburg freie Buchdesignerin. Also für solche Dinge oder zum Beispiel in der Programmierung arbeiten wir natürlich mit Leuten zusammen. Recherche nimmt den allergrößten Teil ein. Wir sind sehr, sehr gut vorbereitet. Sieht man, weil die Information, was Sie auch uns heute gezeigt haben, das wollte ich nur noch sagen. Genau, aber es ist, also ich finde, es gibt heute, wird ja sehr viel sehr konzeptionell gearbeitet. Und das hat einen sehr großen Wert, gerade bei den Arbeiten, die sich an diese sehr komplexen Themen wie Klimawandel wenden. Also es gibt diesen Begriff des Hyper-Objects, den Timothy Morton zum Beispiel bemüht, um zu sagen, das sind Dinge, die sind so wahnsinnig groß, dass man sie aus keiner einzelnen Disziplin überhaupt fassen kann und sie auch nicht verstehen kann. Und wie man damit umgeht, rein fotografisch, ist natürlich eine Riesenherausforderung. Deswegen sieht man gerade im Umweltbereich extrem viele Positionen, die eher sehr konzeptionell an die Sache rangehen. Und für uns ist es aber was anderes. Wir sehen diese Kamera selbst als das Recherchewerkzeug. Also das heißt, für mich ist die Kamera so ein Ding, womit ich mir Welt aneigne. Ich versuche, mit der Kamera zu denken, in dem Sinne, wie es gibt ein wunderbares kleines Buch oder ein Essay, das heißt die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Also während man redet, formuliert man erst und der Gedanke wird erst klar. Und genauso sehe ich das auch bei der Fotografie. Also das heißt, die Fotografie ist dieses Werkzeug, um Sinn aus der Welt zu machen. Und das andere, was ich denke, ist, wir wählen ganz bewusst diesen sehr fotojournalistischen Ansatz, der auch sehr klassisch ist, weil wir halt einfach glauben, dass es nicht reicht, dass 100 Menschen in einer Galerie erreicht werden sollen oder 1000, sondern weil ich glaube, dass die, oder weil wir denken, dass diese gigantischen Debatten, die wir im Moment haben und die wir brauchen und diese Riesenprobleme halt einfach Beteiligung erfordern von Leuten, die nicht den oft intellektuellen Zugang haben. Und deswegen wählen wir zum Beispiel auch eine ganz einfache Sprache. Also wir versuchen, es so einfach wie möglich zu machen. Wir reden nicht über, also wir haben das oft erlebt, wenn wir mit Akademikern zusammenarbeiten, wenn wir zum Beispiel in dem Kunstprojekt World of Matter, wo viele sehr spannende Leute, sehr interessante Gedanken waren, wo wir unglaublich viel gelernt haben. Aber das Problem ist, dass es halt oft auch sehr, jetzt fällt mir wieder das Wort nicht ein. Es ist oft sehr hermetisch. Es kommt nicht ran an die Menschen, die eigentlich betroffen sind. Und ganz oft fehlt dadurch dem Diskurs etwas. Mhm. Und deswegen arbeiten wir halt ganz eng mit Bauern und Bäuerinnen und Fischerinnen und so weiter zusammen und versuchen halt, diese Verbindung herzustellen. Das nur eine kurze Frage, denn das war auch eine, Sie haben alle diese Apps gezeigt, ich nehme an, dass die alle eher auf Englisch sind. Gibt es auch in bestimmten Ländern, wo du versuchst, auch lokalen Sprachen zu benutzen? Weil ich meine, ich frage mich, natürlich die lokalen Leute wissen das Problem, aber wissen die wirklich? Aber natürlich die großen Konzerne, das sind die Politiker, so klar, Englisch ist die Weltsprache, aber gibt es in irgendeiner Form, wo man in anderen Sprachen arbeitet, um gezielter dranzukommen? Würden wir natürlich sehr gerne. Die Herausforderung ist dann wieder, sind halt einfach die Kosten. Ne? Ja, also das zu bezahlen. Ich meine, auf der anderen Seite entwickelt sich natürlich gerade durch die künstliche Intelligenz wahnsinnig viel, während vor 5 Jahren es noch unmöglich war, ein Interview vernünftig zu transkribieren, kann ich das heute auf Usbekisch irgendwie anhören und der Text ist zumindest so
so, dass ich einen Eindruck davon kriege, welche Teile lohnen sich, an einen echten Übersetzer zu geben. Von daher ändert sich da gerade ganz viel. Aber klar, das wäre die große Hoffnung, dass es in alle Sprachen der Welt übersetzt. Und vor allem würden wir wahnsinnig gerne mal sowas machen wie so ein mobiles Kino, wo wir in die Dörfer in Burkina Faso und in Indien gehen, damit wir dort dieses Globale ins Dorf bringen, damit die Leute auch verstehen, was zum Beispiel sind die Probleme eines Baumwollfarmers in Texas. Weil das sind ja völlig untergetrennte Welten. Ja. Ja, das wäre super. Stella, bitte, sorry. Ja, vielleicht auch daran anknüpfen, du hattest ja schon gesagt, dass ihr euch da so ein bisschen zwischen den Welten der Kunst und des Konzeptionellen und aber auch dem Journalismus bewegt. Das ist eine relativ große Frage, aber ich glaube, sie ist wichtig, weil es einfach so akut ist. Was glaubt ihr oder du, der ja doch Experte auf dem Gebiet ist, mehr als viele andere vielleicht, was das Problematischste daran ist, wie der Klimawandel in den Medien erzählt wird? Also zunächst mal ist das Problematische, dass er viel zu wenig erzählt wird und wir zum Beispiel dummerweise irgendwie, also für so ein paar Millionen Aktienbesitzer wird kurz vor 8 eine Sendung gemacht und für die Milliarden Menschen, die vom Klimawandel betroffen sind, wird keine gemacht. Also dass es so Dummbatzen gibt, die heute noch erzählen, man müsste ein bisschen langsamer und vorsichtiger umgehen und versuchen im Moment Bundeskanzler zu werden. Das ist ein Riesenproblem und ich glaube, das müssen Medien anders haben. Klimawandel, Umweltfragen sind heute kein Ressort mehr, sondern das muss einfach, wenn ich Wirtschaft berichten will heute, kann ich nicht anders als das mitdenken und das muss in jede Berichterstattung rein. Das finde ich ist das größte Problem. Eine andere Herausforderung ist natürlich, dass wir oft von vielen der Probleme wissen, aber dass wir eigentlich keine Lösungen mitdenken. Also deswegen glaube ich, dass so Ansätze, die einen eher konstruktiven Journalismus voranbringen, der halt auch neben diesen klassischen W-Fragen halt auch noch diese Frage stellt nach dem Wohin. Also das heißt, wohin wollen wir uns bewegen? Was können wir eigentlich tun? Welche Möglichkeiten gibt es? Sinnvoll ist. Die Herausforderung dabei ist, dass das kritisch ist, kritisch und konstruktiv, weil wenn dann einzelne Produkte in den Vordergrund gestellt werden oder einzelne Lösungen, ist das ein Riesenproblem. Und in der Landwirtschaft sehen wir das ganz viel. Es gibt jede Menge Leute, die sagen zum Beispiel, oh, wenn wir jetzt alle Veganer werden würden, dann wären wir gerettet, weil Fleisch ist ein Riesenproblem. Das stimmt. Aber eine vegane Landwirtschaft funktioniert halt schlicht und einfach nicht. Also es gibt sehr viele Gründe, warum es funktioniert und warum Sachen gut sind damit und wir auf jeden Fall viel, viel weniger Fleisch essen müssen. Aber es ist nicht eine Sache, die uns rettet und es fügt sogar, wenn es radikal und als Religion betrieben wird, viel Schaden zu. Und das ist halt, es gibt nicht diese eine Lösung. Und deswegen ist es sehr schwierig, mit diesem konstruktiven Ansatz ranzugehen, weil man das immer mitdenken muss. Und man muss halt einfach diese Komplexität auch zulassen. Und deswegen versuchen wir ja auf so viele unterschiedliche Arten auch zu erzählen, weil in einer Geschichte, egal, selbst wenn das Geo ist oder der Stern oder sowas, wo man viel Platz hat für eine Geschichte, selbst dort reicht es nicht aus, um diese komplexen Ideen verständlich zu machen. Deswegen haben wir ja diese Multikanal-Installation, bei der ich wirklich ganz viele unterschiedliche Sichten kriege und versuchen kann, mir selbst daraus irgendwie eine Wahrheit oder eine Realität für mich selbst zu bauen, wie ich damit umgehen will. Und ich glaube, sowas brauchen wir viel mehr. Also wir brauchen die Komplexität, die in der Kunst möglich ist, aber das Erreichen, was im Journalismus möglich ist, weil beide scheitern massiv. Die Kunst oft, weil sie zu hermetisch ist und oft, es gibt ganz tolle Kunst, wo das nicht der Fall ist, aber und der Journalismus, weil er oft zu einfach ist. Und oft halt auch großartig, aber ja. Ja. Vielleicht noch die Frage, wir haben jetzt ganz viele Bilder gesehen, die wirklich, also da kriegt man einen Kloß im Hals, wenn ihr so viel unterwegs seid und euch so viel Zerstörung und Kollateralschaden, Schäden anschauen müsst von uns Menschen. Was gibt euch denn Hoffnung? Da gibt es mehrere Antworten drauf. Die wichtigste ist, glaube ich, dass ich denke, dass wir lernen halt
unglaublich viele Menschen kennen, die halt versuchen, was zu ändern. Wir lernen unglaublich viele intelligente Menschen kennen. Und wenn Menschen zusammenkommen und sich austauschen, dann entstehen oft neue Ideen. Und dann entsteht auch Hoffnung. Und ich glaube, diese Hoffnung, die versuchen wir gerade auch ganz bewusst zu gestalten, indem wir zum Beispiel am Salton Sea, das ist dieser eine See in Kalifornien, der austrocknet, dort aktuell bringen wir Wissenschaftler und Ingenieure und Architekten und so weiter zusammen, um eine Community zu bauen, die komplett von Salzwasser und Sonne lebt und damit halt nachhaltig hoffentlich leben kann. Einfach als ein Probieren. Ich glaube, wir haben im Moment diesen Wettlauf zwischen all dem, was wir zerstören, aber gleichzeitig unglaublichen Fortschritten, was Technologien betrifft und so weiter. Und ich glaube, es ist völlig illusorisch zu denken, dass wir irgendeine Chance hätten, nur mit diesen Technologien voranzukommen. Bis dahin sind wir kaputt. Wir müssen also dringend etwas an der Weise ändern, wie wir leben. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass wir da sehr, sehr viel Potenzial haben. Und das sehe ich halt immer wieder. Und ich meine, wenn man dann, mir hat mal einer gesagt, ich habe einen Menschen getroffen, Agrey, einen Fotograf in Kenia, der lebte in einem Slum und der hat die Nachbarn fotografiert und kriegte pro Bild 50 Cent und hat am Tag ungefähr, am Tag ungefähr 8 Euro, glaube ich, verdient und erhielt und hatte 11 Mitglieder in seiner Familie und er hielt sich für extrem privilegiert, weil er viel mehr hatte als all die anderen. Und deswegen haben er und seine Frau in seinem Haus, was er aus Balken und Dreck und Planen und so zusammengebaut hat, haben dort eine Schule für 100 Kinder gegründet. Und sein großer Traum war, irgendwann eine kleine Digitalkamera zu haben, weil mit dieser Digitalkamera könnte er mehr für die Fotos nehmen, weil er sie sofort abgeben kann und hätte weniger Kosten. Und deswegen könnte er dann all diesen 100 Kindern jeden Morgen Porridge kochen zum Frühstück, damit die überhaupt was zu essen haben. Und das hat funktioniert. So, und die sind jetzt mittlerweile, wir haben dann mit Fotografie 4 Jahre lang, also über mehrere Jahre, 8 Jahre lang 4 Lehrerstellen finanziert. Und mittlerweile haben sie eine Bäckerei gebaut und jetzt sind die selbstständig und können vorangehen damit. Und solche Dinge geben mir unheimlich viel Hoffnung, weil unglaublich viel vor Ort lokal passiert. Und da die Leute einfach vorangehen und bereit sind, neue Sachen auszudenken. Ich glaube, du hast die richtige Schlusswort. Es geht eigentlich immer um ihre eigenen Umgebung und vor Ort wirklich nachzudenken und versucht das auf die einfachste Wege, das wieder zu Leben zu bringen. Uwe, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, wenn du nächstes Jahr nach Frankfurt kommst und diese Multimedia-Workshop mit uns zu machen. Ich finde es exzellent, wie du alle diese verschiedenen Plattformen kombinierst. Danke Tschüss, euch vielmals. Uwe. Ich stelle mich raus. War okay, ganz toll. Vielen, alles vielen klar. Dank für die Einladung. Nichts zu danken. Wir freuen uns, wenn wir uns live sehen können.